Als der Kriegsverbrecher Hermann Josef Abs, Chef der Deutschen Bank, dann später Chefberater von Konrad Adenauer, in London auf der Schuldenkonferenz 1953 dafür gesorgt hat, dass Polen, dass Griechenland nichts von dem wiedererstattet bekommen, was die Wehrmacht dort angerichtet haben, ist das Recht gebrochen worden. Und es wurde ganz geschickt gesagt, wenn es einen Friedensvertrag mit Deutschland gibt, dann leben diese Reparationszahlen, dann diese Rückzahlungen von Schulden wieder auf. Bis heute haben wir diesen Friedensvertrag nicht. Wir müssen uns aber entschuldigen. Bei den Griechen in 2 Jahren deutscher Besatzung sind 10% der Bevölkerung durch Mord und Hunger ums Leben gekommen. Und es muss auch Geld in Richtung Griechenland fließen, statt dummer Sprüche der Bild-Zeitung von angeblich faulen Griechen.